Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch den dritten Gang von meinem Ostermenü. Und zwar mache ich ein Limoncello Ricotta Parfait. Limoncello ist ein italienischer Zitronenlikör, der wird an der Amalfiküste oder auf Sizilien hergestellt. Den habe ich hier. Dann braucht man natürlich Ricotta, den habe ich mir schon abgewogen. Dann braucht man Sahne. Dann habe ich hier Zucker, dann braucht man nur die Eiweiße und dann habe ich hier unbehandelte Bio-Zitronen, die habe ich heiß abgewaschen und da braucht man jetzt die Schale und ein bisschen Saft und dass das frischer wird und leichter wird, so wie mein Motto zu dem Menü ist, habe ich hier noch eine Ananas. Das Parfait wird dann gefroren in einer Metallform, wer jetzt das nicht hat. Der nimmt halt Gläser dazu her und ich habe die Form mit Frischhaltefolie ausgeschlagen. Dann lässt sich das ganz leicht aus der Form stürzen. Und jetzt muss ich erstmal anfangen, dass ich mir die Schale von meinen Zitronen abreibe. Meine Zitronen habe ich jetzt abgerieben und wirklich nur ganz leicht die Schale, nicht das Weiße mit abreiben. Sonst gibt es einen bitteren Geschmack und die Hälfte der Schale kommt in meine Ricotta-Creme. Das hebe ich mir auf, da kommt jetzt ungefähr ein Viertel vom Zucker dazu. Das mische ich dann und lasse es trocknen. Das Parfait muss ja eh über Nacht in den Gefrierschrank, damit das fest wird. Das lasse ich dann hier einfach im warmen Zimmer trocknen, das ist dann Deko. Dann braucht man in diese Ricotta-Creme Zitronensaft. Gebe ich 4 Löffel rein und dann auch 4 Esslöffel vom Likör. So. Dann habe ich hier meine Eier. Da braucht man, wie gesagt, nur das Eiweiß, die Eigelbe nicht trennen. Und dann wird das Eiweiß angeschlagen und sobald es ein bisschen Konsistenz bekommt, lasse ich den restlichen Zucker einrieseln und schlage das dann ganz steif. Und dann schlage ich auch meine Sahne steif. Eiweiß ist steif, Sahne ist steif. Jetzt verrühre ich meinen Ricotta noch. So. Und dann hebe ich zuerst die Sahne unter. Und dann das Eiweiß. Mit einem Spatel, nicht mehr mit dem Mixer. Und ein Parfait wird auch im Gegensatz zu einem Sorbet nicht in der Eismaschine, also nicht rührend gefroren, sondern das wird stehend gefroren. Das ist der Unterschied zwischen Parfait und Sorbet. Und Parfait kommt aus dem Französischen und heißt vollkommen, hervorragend. Es gibt auch Parfaits eben mit Fleisch und Fisch. Also auch, da nimmt man auch so eine Terrine her und stürzt es dann. Das macht man natürlich nicht im Eisfach. So, gebe ich das noch unter. Und wie gesagt, mein Ostermenü ist leicht, einfach und frisch. Das geht ganz einfach zum Zubereiten. Und nach dem Winter, glaube ich, hat jeder Lust einfach auf frische Sachen, auf Gemüse, auf Kräuter.
Und jetzt wird es eingefüllt in die Form. Muss man dann auch ein bisschen klopfen und rütteln, dann verdichtet sich die Masse und was hier übrig bleibt, fülle ich in Gläser, das geht genauso. Wer keine solche Form hat, dann wird das gut verschlossen. Und dann stelle ich das über Nacht in den Gefrierschrank und morgen machen wir dann die Nachspeise fertig. So, und jetzt machen wir unser Dessert fertig. Ich habe hier das Limoncello Ricotta Parfait ein bisschen antauen lassen, also 10 Minuten aus dem Kühlschrank genommen. Dann lässt sich das auch ganz leicht aus der Form lösen und eben mit der Frischhaltefolie kann man das ganz gut raustun. Ich habe hier dekorative Teller. Das ist jetzt gekauft. Das ist einfach ein Püree von roten Früchten. Das trage ich dann auf den Teller. Dann schneide ich mein Parfait. Ich habe dann die Ananas. Habe ich geschnitten. Und einfach nur in der Pfanne, in einer Grillpfanne, habe ich das angebraten, einfach ohne Öl, ohne Fett. Das kommt dann auch drauf. Das schmeckt dann ganz gut mit dem Grillgeschmack. Dann habe ich hier meinen Zitronenzucker, also die Zesten von der Zitrone mit dem Zucker getrocknet und immer wieder umgerührt. Man muss dann auch ein bisschen das immer auflockern. Dann kommt das hier drüber. Und dann habe ich hier noch Minze. Das schmeckt immer gut oder ist halt auch dekorativ. Und dann ist mein Ostermenü fertig. Das ist einfach, leicht und frisch. Vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei zum Nachmachen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.